Na, ah, bin dumm wie Brot. Ach man. Jo, ich sammle mein Leben immer mehr. Hab ich schon nur noch 5. Das heißt, selbst wenn ich ihn ankohle, hat mir das nicht viel gebracht. Schön. Wirklich sehr schön. Hast du gut hingekommen, Lars. Ja, genau, wieder noch. Das ist einfach so nahe getroffen. Das ist echt nicht mein Tag. Möchte ich noch ins Bett gehen? Noch sowas. Jetzt wirst du aber nicht mehr von so nahe getroffen. Auch nicht von den Stacheln. Zeigen wir mal, wie es geht. Wir wollen diese Runde hier irgendwie noch gewinnen. So, Vendor-Coin. Wenigstens gleich was leisten können. Ja, jetzt kriegst du einen Arsch. Schön nochmal ein Armor. So mag ich das. So, jetzt aber hier. Ach, so ein Manner. Brauche ich überhaupt nicht. Immer nur ein Feld. Nervosität lieber nochmal raus. Ich muss keinen Fehler machen. Oh, bin ich fast zu früh rein. Nein. Das gibt es nicht. Das gibt es einfach nicht. Wenn ich das Spiel jetzt verliere, drehe ich durch. Dem Endboss. Zu nervös gewesen. Einfach nur zu nervös gewesen. Das ist überhaupt nicht meine Sache eigentlich ist. Ich bin eigentlich gar nicht so ein nervöser Mensch. Wenigstens habe ich mein Leben zurück. Ah, oh, der Vendor-Coin links wäre noch nett. Eigentlich ist es ja gar nicht so schwer hier, ne? Es ist einfach nur Nervosität, Hetze. Ich will jetzt gerade immer näher rangehen. Irgendwann ist dann doch mal ein Schritt zu viel. Wie bei der typischen Klippe, ne? Jetzt bin ich raus. Ich habe alles, was ich brauche, bis auf diesen Coin da. Den will ich noch haben. 3, 4, 2, 4, mal gucken, wie viel Gold er mir bringt. Aber ich kann es jetzt nicht sein lassen. Ich kann es nicht sein lassen. 3, 4, 2, 4 und... 3, 4, 2, 7, immerhin 3 Silber. So, 3 Bronze, keine Ahnung. 3 Bronze werden es in dem Fall. Ja. Habe ich hier im Prinzip alles. Und der Boss ist freigeschaltet, ich hätte nur 5 Leben. Aber hier sind überall noch die Schwerter und so weiter. Die würde ich gerne haben. Ich weiß noch nicht, wie ich die freischalte. Ich weiß nicht, was ich dafür tun muss. Ich glaube, auf dem X landet es immer, ne? Das heißt, ich muss irgendeinen Schalter betätigen oder sowas. Natürlich besser nichts mehr. Ah.
Oh. War auch die Schaden gemacht. So, Grizzly Combination? Okay. Irgendwas habe ich jetzt gerade freigeschaltet. Vielleicht sind das schon sogar schon. Ah ne, das habe ich freigeschaltet. Oh, ein Ang. Sehr schön. Wie viel bringt der hier? 50 immerhin. Aber ich will eigentlich die da unten freischalten. Das war schon mal ein Ang. Das war sehr gut. Okay. Auch cool. Dann komme ich eins nach unten. Ah, vielleicht habe ich das freigeschaltet, weil ich die Sequenz gedingst habe. Speichern. Gehe ich da mal runter, mal gucken. Okay, hier gibt es nochmal Kämpfe. Dann haben wir nochmal einen Angriff, den ich unbedingt brauche. Ist ja auch wie so ein kleiner, wo das Level aussieht. Überall Silber. Noch so ein Kombo-Ding wäre schon cool, aber es ist halt einfach jetzt nicht so wichtig. Das ist eben die Sache. Auf jeden Fall wichtigere Sachen. Oh. Fängt bei dem hier Schaden vom Charge an und hört auf bei was weiß ich wo. Mehr Leben. Mehr Leben. Das hol ich mir glaube ich als erstes gleich. Das wär's. Kann ich was machen? Das ist ein Portal auf jeden Fall. Das heißt, da gibt's wieder so ein Secret-Level wahrscheinlich. Sehr cool. Natürlich mein Ziel ist, dann freizuschalten. Das habe ich schon gesehen, das ist eine Pyramide. Hey, Nova macht relativ wenig Schaden. Skelette sterben zum Beispiel auch nicht mit einem Schuss. Wäre natürlich schön, wenn die mit einem Schuss sterben würden. Und die würden dann 17, im Moment machen sie glaube ich 13 Schaden. Im nächsten Upgrade würden sie 17 Schaden machen. Wäre natürlich schon schön. Stirbt der Bogenschütze da mal? Danke. Ist leider nix. Hier gibt es noch zwei Angst zu holen. Die hätte ich schon gerne. Mist. Leider vorbei. Mal, da ist noch der Mana ab. Sehr schön, 5% mehr Schaden. Das brauche ich für einen Boss. Auf jeden Fall nicht verkehrt. Da ist ein Ank. Den will ich auch haben. Ah, sehr schön. 7 Leben. Mal überlegen, ob ich mir nicht gleich für Gold Leben kaufen soll. Im letzten habe ich nur 2 Leben gebaut, aber das war der erste Boss und das ist schon der zweite Boss, der wesentlich schwerer sein könnte. Das ist eben die Sache. Okay. Schießt den Scheiß. Danke. Sehr schön.
noch dreimal getroffen. Nein! Scheiße, 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 hätte ich wissen müssen. Ich bin so dumm. Mann. Das war wieder so dumm und unnötig. Ärgere ich mich selber total drüber. Ich deswegen das Spiel verliere. Wegen diesem einen Leben. Hm, wenigstens einen Armor dafür bekommen. Hier ist noch ein Vendor-Coin. Ja, genau das Leben, was ich gerade bekommen habe, mich mega darüber gefreut habe, ist direkt wieder weg. Super. So, Bonuslevel. Gucken, ob es diesmal schwerer ist. Letzte war ja relativ leicht. Ich habe eine 1000er-Kombo ja gemacht. Oh, das scheint genauso zu sein wie das letzte Level und es war da ja schon leicht. Und diesmal ist es ja theoretisch noch leichter, weil ich ja stärker geworden bin. Oh, auf Floor 5 ist irgendwas passiert, sehr schön. Kann ich mir mal gleich mal angucken. Nee, ins Exit will ich noch nicht. So viel Gold ich hatte. Wahrscheinlich so um 4000 Gold am Anfang. Wahrscheinlich sogar noch ein bisschen weniger. Und was habe ich da freigeschaltet? Jetzt gehe ich nicht kaputt. Ich hoffe, ich habe genug Bronzen Dinger. Ich nicht weiß, ob ich hier genug Bronzen Dinger kriege dafür. Okay, den Trank kann ich schon mal nicht mehr aufheben. Ich weiß, man kann wirklich nur einen Trank haben, scheinbar. Ich könnte ein paar braune Schlüssel brauchen, ich hätte nicht keine mehr. Gar keine mehr. Ich vielleicht nicht öffnen sollen hier. Boah, fast 5000 Gold. Kann ich mir ein paar Upgrades leisten. Ich könnte gerne den goldenen Schlüssel bekommen. Oh, hier sind zwei Schlüssel. Ich glaube, das sind beides Bronzen und keine goldenen. Ja, jetzt mal Bronzen. Ich hoffe, hier gibt es auch noch ein schönes Level, Leben. Das wäre nicht verkehrt. Mittlerweile echt viel Mana. Also maximal Mana. Ich glaube, hier wäre es schwerer, 1000er Kombo zu kriegen als vom anderen. Wenn nicht so viele Spawner stehen. Monster Spawner. So, Frage ist: habe ich jetzt alle? Ja. Ja, genau. Haltrank habe ich schon. Gut, dann haben wir alles. Sehr schön. Und 5300 Gold. So, und was ist in Level 5 passiert? Floor 5. Also hier. Sehr gut. Dinge sind ausgegangen. Wie viel Gold bringt das? 5300? 200 Gold. Nice. Und noch ein Level. Frage ist, ob 8 Level genug sind. Nach dem zweiten Boss hatten wir, ich glaube, 11 Level noch. Wäre natürlich schöner gewesen als 8. Ich habe viele verloren. Unnötig verloren insbesondere. Ja. Sehr unnötig sogar verloren. Na, wie komme ich jetzt an diese Plank ran? Hm.
Vielleicht hätte ich ja nur dran kommen können, wenn ich irgendwas anderes nicht verbraucht hätte. Mist. Ich habe im Prinzip schon alles gedrückt. Da unten würde ich auch gerne hinkommen. Komme ich auch daher, glaube ich, her, oder? Und kurz hier nach rechts. Ich glaube, da komme ich da runter. Ich habe fast übersehen. Sehr schön. Da komme ich gleich in den vierten Level. Das nehme ich hier schon mal mit. Das ist, glaube ich, wieder Mana, ne? Plus 10 Mana, sehr gut. Wie viel Uhr haben wir eigentlich? Oh, 11 Uhr schon. Na, hoch. Ah. Sehr schön. Nochmal so ein Vendor-Coin. Ich glaube, mehr kann ich hier oben aber nicht machen, oder? Ich wüsste jetzt nicht, was. Außer die Dinger sind endlich mal aktiviert hier. Ja, ich habe eine Planke. Ich habe meine erste Planke. Ich lege normalerweise auch Sachen drauf. Oder sind das dann diese... Ah, ich verstehe. Das sind quasi die Pyramiden, die ich unten dann eingesammelt habe. Das heißt, hätte ich vorher gar nicht drauf gekonnt. Und da auf dem X ist quasi die Planke von unten erschienen. Das ist cool. Wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen, ehrlich gesagt. Piu-piu, piu-piu. Mal wieder runter zu Level 4 und direkt die zweite Planke. Das heißt, wir haben schon mal zwei Planken. Und noch mehr Gold. Gut, das heißt, ich werde jetzt wahrscheinlich zum Endboss müssen. Gehe ich mal ehrlich gesagt schwer von aus. Oh. Aber ich glaube, ich mache erstmal eine kurze Pause. Kann ich irgendwo speichern? Wenn ich auf die Treppe runtergehe, speichert er eh. Dann habe ich 8 Leben. Muss ich mir überlegen, ob ich mir noch eins kaufe. Und ich sage erstmal bis zum nächsten Mal, dann beim Boss, ne? Bis dann. Tschüss.